Moin moin und willkommen zurück zu Captain of Industry. Da sind wir wieder. Immer noch hier an unserem neu zu planenden Kupferwerk. Wir haben die Zahlen auf dem Schirm. Genauso viele Elektrolysen, wie wir Gießereien haben. So werden wir es machen. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Das heißt, wir machen 4 die Reihe. Wir haben hier jeweils 2 Ausgänge und darauf teilen wir die jetzt am besten auf. Müssen wir schauen, ganz wichtig, ob das überhaupt reicht. Ansonsten machen wir für alle Fälle noch Folgendes. Wir haben 4 Eingänge, also möchte ich dafür sorgen, dass wir auch 4 Ausgänge haben. Dazu einfach nochmal eins rangesetzt. Dann gleich mal die Priorität gesetzt. Zack, für den Empfang. Und hier legen wir dann ganz easy und entspannt los. Da haben wir sie. So, wir haben hier den Einlass für Kupfer. Unreines Kupfer und Säure. Das machen wir so. Zack. Zack. Gerne jetzt ein Stück versetzt. Das Ganze drehen wir jetzt auf der anderen Seite. Wisst ihr was? Ich bin ja faul, ne? So. Haut nicht hin. Geht nicht, müssen wir manuell platzieren. Ne? Das ist ja kein Problem. Abstände wissen wir ja. Zack. Zack. Und jetzt, ach verdammt, jetzt gehen wir 2 rein. Zack. Wenn die Taste gedrückt hält, dann funktioniert das auch besser. Aus irgendeinem Grund haben wir jetzt hier einen Abstand drin. Hier haut alles hin. Hier. Hier haben wir ein Problem. Da habe ich nicht aufgepasst. Naja, passiert. Aber ihr wisst, so ist die Idee, so werden wir das vollziehen. Hier kommt das fertige Produkt, wird dann hier rausgeworfen und geht dann hier wieder aufs Fließband. Machen wir 2 Fließbänder draus und dann ist das gut. Vielleicht machen wir so ein hohes Fließband, das sollte machbar sein. Gucken wir mal, ja. Dann haben wir kein Problem mit den durchfahrenden Fahrzeugen. Gut, jetzt verbinden wir erstmal alles hier. Auch eine ganz simple Geschichte. Hier schön mit Verteiler gearbeitet. Müssen natürlich darauf achten, damit der Säureeinlass frei bleibt. Sonst gibt es unschöne Probleme. So, zack. Jungs, was ist mit euch? Du konzentrier dich doch mal ein bisschen. Das war nämlich schon wieder falsch rum. So, wir müssen das nämlich einmal drehen. So, jetzt aber. Wisst ihr, wenn das nicht gleich aussieht, ne, dann... Ah Gott, dann... Dann zehre ich da den ganzen Tag dran. Ist so. So, jetzt runter. Zack, hier den Doppler rein. Oder Verteiler, also Mini-Verteiler oder was auch immer. Nennt es, wie ihr es wollt. So. Dann machen wir das natürlich richtig hübsch. Machen wir das so? Ja, warum nicht, ne? Klar. Auch wenn wir nur einen Intake haben. Was mir eigentlich tatsächlich relativ ist. So, das ziehen wir hier entlang. Hier wird es abgerissen. Hier machen wir das ganz einmal. Wie viel Säure brauchen wir pro Durchgang? 4. Das ist nicht sehr. Das ist nicht viel. Also machen wir so. Dann zurück. Und ran. Hier verteilen.
Ich leg das gerne durch, ne? Ich mag, wenn es so einfach rangebunden wird. Gefällt mir halt einfach besser. Frag mich warum. Ist einfach so. Hier vor, hier rüber, einmal zurück. Haut trotzdem hin, weil cool. Ne, haut nicht hin. Da habe ich ein Problem mit. Da habe ich wirklich ein optisches Problem mit. Das können wir nicht machen. Da holt mich nachts der Deibel für. Funktioniert so trotzdem noch nicht. Wir müssen noch eins zurück. Ich leg das mal von hier aus. So. So. Durchlegen, aber nicht verbinden. So. Und hier einmal durchlegen und ran. Okay. Was ist hier? Warum? Oh Gott, sag nicht, das funktioniert nicht. Jetzt habe ich hier alles fertig gebaut und das funktioniert nicht. Auf ein neues. Weil es so schön war. Komm. Weil es so schön war. Machen wir es doch einfach nochmal. Alles klar, wir brauchen zum Ausgleicher einen Abstand. Danke dafür. Jetzt drehen wir das gleich in die richtige Richtung. Nicht, dass wir nachher wieder dastehen wie Max in der Sonne. Ich kann. Innerlich kocht es schon wieder. So, jetzt machen wir das so, so, so. So, zack. Ganz einfach. Der innerliche Deibel schon wieder am Kochen ist. So, wunderbar. Jetzt aber. Jetzt haben wir's. Gut. Bei den Rohren war ja alles klar, wie es zu laufen hat. Nee, nee, du hast hier. Ey. Widerspenstiges Biest, echt, muss man ja mal sagen. So. Der Verteiler. Ich mache das jetzt mit einem Abstand. Aus einem einfachen Grund, so habe ich alle Rohre, gehen quasi von außen nach innen und machen jetzt nicht die Kurve rum. Auch wenn das an sich immer recht cool aussieht. Aber so habe ich das alles, sie mehr oder weniger synchron. Das ist schön. So. Dann hier runtergezogen. So, jetzt haben wir dann auch die Säureverteilung. Jetzt schauen wir uns mal die Pfeile noch an. Von innen nach außen. Zack, zack, zack. Sieht gut aus. Jetzt das richtige Rezept schon mal anwählen. Ich meine mal, im Grunde kann schon mal produziert werden. Wenn das dann fertig gemacht ist. Er hat auch wieder gedauert, ne? So, jetzt muss er hier mal rausdonnern. Dass hier auch ja Platz ist. Jetzt fangen wir an mit dem hochgelegenen Fließband. Auch natürlich mit 1 Abstand. So einmal rum. Gucken wir mal, wie weit wir hier müssen. Als allererstes. Ja, legen wir es zusammen, dann sieht es synchron aus. Und rennen. Haut nicht hin. Ich glaube, wir müssen hier eins länger gehen. Ja. Weil wir ja hier eine Stufe drin haben. Also.
Wo war der Fehler? Exakt. Mit dem anfangen, das wirklich deutlich dichter dran ist. Also machen wir es so. So. Einmal durch. Gefädelt die ganze Geschichte. Und dann haben wir das hier komplett. Hier wird es verbunden. Und rein ins Lager. So kann das aussehen. Jetzt müssen wir natürlich hier schauen. Hier haben wir das ein bisschen intelligenter angestellt. Da haben wir nämlich gleich mit der inneren begonnen. Oder mit dem dichteren, sagen wir mal so. Demnach gibt es hier so kein Problem. Hier wird gerade manuell versorgt. Ja, okay, macht. Mir egal. Hauptsache die letzte Sache. Das kann abgerissen werden. Es gibt kein unreines mehr. Das wird hier alles durchgezischt. Solange hier noch nicht verarbeitet ist, beziehungsweise umgebaut wird, kann auch noch manuell eingeführt werden. Das andere Erz. So, wir haben Wartungsprobleme. Muss ja, wir haben auch keine E-Teile mehr. So, das E-Teil-Zwischenlager muss mobilisiert werden. Oder? Woran liegt's? Nein, es liegt an was anderem. Das ist ja unangenehm jetzt. Wir haben kein Eisenerz mehr. Okay. Mein Fehler. Dann gehen wir jetzt in die Tiefe. Und das machen wir ganz simpel. Wo ist unser Turm? Hier. Jetzt werden wir erstmal das hier abreißen, beziehungsweise entfernen und einen neuen Punkt festlegen, wo gearbeitet wird. Ich denke mal, wir werden hier im oberen Bereich anfangen. Beginnen wir erstmal hier. Wir gehen ja erstmal ein Stück in die Tiefe, fächern aus und gucken, wie sich das entwickelt. Mit ein bisschen gesundem Abstand. Gehen wir hier schön in die Tiefe. So, machen und beobachten. Auf geht's. Die Bagger müssen laufen. Keine Wartung heißt, wir kriegen sehr schnell sehr viele Probleme. Habe ich nicht drauf geachtet. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Das kann gefährlich sein. Hier muss auch noch ausgebaut werden. Dann können wir nur noch Gemahlenes benutzen. Gegrindetes, außer Gemahlen im Grunde. Würde mir sehr gut gefallen. Anschlüsse sind da, komm. Verbesserungen gehen raus. Dann stoppen wir hier das Fließband. Abreißen, abreißen. Ne, schon richtig abreißen, ist schon richtig. Abreißen. Das muss alles weg. Hier Mülltonne. 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 Macht mal hier Produktionsstopp. Mülltonne. Mülltonne. So. Und schon kann der Grinder wieder gefüttert werden, weil wir ja auch hier ein bisschen was über haben. Und abgesehen davon ist da gleich der Baggerpunkt. Ah, okay. Da haben wir das Problem ja auch schon gefunden. Wird gar kein Beton mehr produziert? Woran fehlt es euch denn? Zement. Wird es immer unangenehmer. Wisst ihr auch warum? Priorität 1. Priorität 2. Wenn ihr sowas einstellt, hat das automatisch eine höhere Priorität als ein Lager, das unbetitelt ist quasi. Müsst ihr aufpassen. Ihr seht ja, ne? Man kann sich da sehr schnell täuschen. Und oder verfahren. Da kommt noch ein Last dazu.
Hier natürlich wieder nur halbe Arbeit gemacht. Könnte ich mich innerlich schon wieder ein bisschen aufregen. Naja, viele Baustellen, keine Struktur. Das ist es. Da wir jetzt verstärkt E-Teile benötigen und diese nicht rausgeschmissen werden. Naja, rausschmeißen ist auch Quatsch, ne? Gut, dass wir genügend weiße Teile haben, muss man sagen. Aber jetzt so langsam müsste es weitergehen. Ja, na guck an. Ich hätte natürlich die Reserve mobilisieren können. Wieder nicht dran gedacht. Anfängerfehler. Dafür wären Hotkeys geil, ne? Wo du sagst, alles klar, jetzt hier über die ganze, über das ganze Numpad verteilt, muss man sich natürlich einprägen. Und macht dann da einen riesen Reibach mit. Wäre eine tolle Geschichte. Das wäre schon richtig cool, muss ich sagen. So, auch hier darf wieder gearbeitet werden. Ihr verwertet hier Zeugs, also du nicht, du bist innen. Du bist außen, du darfst. Aber setz das mal nach oben. Wir produzieren im günstigsten Fall Schlacke frei. So, und hier kann... Nee, falsch. So. Weitergeführt werden. Jetzt beobachten wir das ein bisschen. Vielleicht müssen wir noch einen zweiten Anschluss schaffen. Dafür ist er hier schon mal vorgesorgt quasi. Was machst du hier? Umdrehen? Geht wenn er nur in diese Richtung. Dann nehmen wir das bis hier ab. Führen das da an. Und beobachten. Kohlezufuhr ist noch nicht optimiert worden. Sind noch die alten Bänder. So, und jetzt müsste hier ja wieder richtig der Luzifer los sein. Jo, ist es. Du stellst um auf Mechteile, so, und fütterst hier noch zusätzlich das Fließband. Deine Erträge gehen einfach direkt drauf, wird nicht schön aussehen, aber wir haben erstmal unseren Zweck erfüllt. So, hier auch noch ausbauen. So. Langsam aber sicher müssten wir wieder genug Teile hier auf dem Band kriegen. Die Reserve darf wieder befüllt werden. Obwohl ich sage, lass uns erstmal einen Standard herstellen. Damit die Bänder voll sind. Wartung muss schon vorhanden sein, sonst ist hier echt wieder Chaos. Wurde auch allerhand Schrott produziert. Hier auch noch Ausbaubefehl. Na du, kommt ihr nicht mehr hinterher hier? Einigkeit ist auch im Keller, was los? Ich krieg so alles, was ihr wollt. Und noch mehr. Ja, ihr dürft auch gerne mehr Haushaltsware haben. Na, was sagt er dazu? Ist das nicht nice? Ich bin auch euer Freund. So. Du bist vorne, du kriegst eine Leistungssteigerung. Wir müssen jetzt erstmal wieder aufstocken.
Stimmt mit euch denn nicht? Was sind die Wände damit? Hier. Da sind die Lager, Kollegen. Hier können wir auch 2 Leistungssteigerungen geben. Schaden kann das nicht. Gummi wird hier noch nicht... Tatsächlich, das wird hier noch gar nicht richtig angeführt. Und warum habe ich hier drüben denn ein Gummilager? Was soll das denn? Wer hat sich denn dabei wieder mal nichts gedacht? Gibt's ja nicht. Das kommt hier hin. So, da kommt das Gummilager hin. Aber seht zu. Seht zu, ey. Verdammt. Wieder mal einen Fehler gemacht. Wieder einen großen Fehler. Ich dachte, das war schon fertig, aber nö. Denken. Denken bringt auch nichts, wenn man nicht handelt, ne? Im Endeffekt nicht handelt. Höher. Bringen wir das hin hier auf 3 hoch, ja. So. Hier sieht es natürlich wieder mistig aus. Das müssen wir hier verlegen. Ansonsten kriegen wir das hier bei all den anderen hin. So, das ist mir ja peinlich. So, du kriegst hier, du gehst dahin. So, hier regelt. Einmal rückführen, wir brauchen gelbe Teile. Auf geht's. Und im günstigsten Fall alle gelben Teile. Hier auch mal 2 Leistungssteigerungen. So, hier läuft das Fließband wieder. Wie sieht's hier mit Yumi aus? Passt. Wo ist der Gummibomber? Da kommt er. Ich hoffe, du bist voll bis oben hin. Nee, das Holz. Verdammt. So, wollen wir nochmal oder was mit euch? Überschuss an Brenngas. Mhm. Kommen wir da ran? An die Leitung? Also an den Intake, besser gesagt. Ja. Top. Priorität 1, weil ist wichtig. Ja, so kann man sich auch schnell verschätzen, ne? Da sieht man, oh mein Gott, die Folge ist vorbei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Captain of Industry immer noch spannend, immer noch sehr hart, aber wir kriegen es unter Kontrolle, diesen ganzen Käse hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Captain of Industry reingehauen und tschü tschü. Liken, abonnieren nicht vergessen.